Schönen 1. Mai wünsche ich euch. Ja, heute ist Mittwoch, es ist frei. Ja, das Wetter ist bombastisch, 25 Grad im Schatten. Da habe ich hier, gut, ich sitze in meiner kühlen Küche. Ja, frei, mitten in der Woche, ist doch Wahnsinn. Ja, aber was tut der Blödian hier mit seinem und zieht noch seinen Bruder mit rein? Er geht morgens zum Flohmarkt. Ja, ich hab, ja, bin genauso früh aufgestanden, wie man zur Arbeit aufsteht. Und ja, ob ich und ob, oder ob wir was gefunden haben auf dem Flohmarkt, das seht ihr gleich. Am Tag der Arbeit, wo man eigentlich ausruhen sollte von der Arbeit, Mittwoch, 1. Mai, das ist ja so ein wandelnder Feiertag, gab es auch Flohmärkte, 2 Stück sogar. Und ja, wir haben beide besucht, mein Bruder und ich. Und ich musste meinen Bruder ein bisschen überreden, weil er wollte doch schon gern ausschlafen. Aber gut, kurz nach 6 ist er aufgestanden. Gut, es gibt Leute, die noch früher zum Flohmarkt gehen, aber das war egal. Dann sind wir zu einem Möbelhaus-Flohmarkt gefahren. Da waren wir schon ein paar Mal. Ist jetzt von einem Anbieter bei mir aus der Nähe. Vorher war es rein privat, da war es ein bisschen besser, aber egal, wir waren da. Ja, war recht schön. Und das, was ich jetzt hier aufgebaut habe, was ich euch gleich zeige, stammt von den 2 Flohmärkten, ist sortiert nach Kategorie. Ja, wir waren etwa bis kurz nach 9 da, also gut zwei Stunden sind wir über den Flohmarkt gelaufen, war nicht so weit weg von uns zu Hause. Naja, und danach gab es einen Straßenflohmarkt in einem Dorf nicht weit von uns. Das Wetter, wie gesagt, war bombastisch. Ich habe kurz ein Bild eingeblendet. Blauer Himmel, das Dorf, wie gesagt, schön grün. Es war so eine Wohnsiedlung, wo aber sehr viele junge Menschen, was heißt junge Menschen, junge Eheleute sozusagen wohnen, die so um die 30 herum sind. Das ist viel gebaut und dadurch hast du natürlich da das Aktuelle. Viel Retro-Stuff gibt es da nicht zu finden. Jedenfalls haben wir nicht viel gefunden, aber dennoch sind wir ein bisschen fündig geworden. Ihr werdet das sehen. Das war ein Straßenflohmarkt, das heißt, jeder hat vor seiner Haustür oder so ein bisschen an der Straße aufgebaut. Waren viele also waren ein paar Häuser, wo mit 2 Etagen oder so, und sonst waren es immer viel Eigenheime. Waren nicht, zum Glück nicht so weit verstreut, waren so 5 oder 6 Straßen. 3 waren angegeben. Naja, und dann sind wir da auch durchgestöbert. Naja, gut. Von den 2 Flohmärkten habe ich hier die gesamte Ausbeute liegen. Deswegen wechsle ich, wenn ich euch das zeige, wo ich was gefunden habe. Denn wie gesagt, nach Kategorien habe ich es ein bisschen sortiert von Film. Damit fange ich jetzt auch an. So, erstmal. Und bevor ich mich weiterrede, einen Schluck trinken. Mit Saft eingegossen. Das ist ja echt warm. Und das fällt mir die Spucke weg. 2 Filme, die ich nur kurz in die Kamera halte, weiß, beide ab 18 sind. 2 Filme mit Danny Trejo. Beim ersten ist er allein dabei. Zombie Invasion War. Keine Ahnung. Mein Bruder wollte die unbedingt mal sehen. Genauso wie Pool Boy, Throwing Out the Fury, zusammen mit Kevin Sorbo. Keine Ahnung, was das ist. Gab es für 8 zusammen. 2x4. Mein Bruder wollte sie unbedingt mal angucken. Naja, warum soll man nicht? Kann man machen. Aber das ist wirklich auch, glaube ich, filmmäßig jetzt alles gewesen. Diesmal waren wir nicht so filmfündig. Genau. Gut. Passt zu Film, aber habe ich mitgenommen für 4 Euro. Mehr wollte ich dafür auch, muss ich ehrlich gesagt, nicht ausgeben, weil es ein Exit-Spiel ist. Und die Exit-Spiele, die ich jetzt hier habe, das Problem ist mit diesen, die kann man einmal spielen und oftmals muss man was kaputt machen, um es zu spielen. Und das, man geht nicht noch ein zweites Mal halt. Ne? Aber ich wollte es auch sowieso schon haben. Schatten über Mittelerde von Herr der Ringe aus dem Kosmos Verlag. Ich habe jetzt noch nicht über die Vollständigkeit kontrolliert, aber ja, das gab es für 4 Euro auf dem Dorfflohmarkt. Ich nenne es mal den Möbelhausflohmarkt und den Dorfflohmarkt. Ne, auch wenn es Straßenflohmarkt. So, und hier gab es auch 2 Comics. Die gab es aber auf dem. Beim zweiten Comic habe ich nicht ganz mitbekommen, aber dass mein Bruder es gekauft hat, weil ich woanders geguckt habe. Ich glaube, das war auf dem Möbelhausflohmarkt. Im ersten Flohmarkt. Einmal hier Attack on Titan, No Regrets, Band 2. Der fehlt uns noch. Und
ein Batman-Comic, Arkham City. So ein Sammelband mit verschiedenen Batman-Stories, die zu dem Geschichte gehört, mit zu dem Computerspiel von Arkham Knight. Ja. Dann geht's weiter. Auf dem gleichen Flohmarkt habe ich auch noch ein Buch gefunden, für 2 Euro mitgenommen. Richtig schönes Buch. Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Das ist von 2001. Also zum Erscheinen des Films. Richtig schön. Hier sehr schöne Zeichnung, deswegen habe ich es auch mitgenommen. Und was nicht fehlen darf, das war aber auf dem Dorfflohmarkt, die 3 Fragezeichen und der grüne Kobold, gab es für 1 Euro. Ja, also irgendwas von 3 Fragezeichen muss ich immer mitnehmen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gehabt. Jedenfalls musste das mit. Und dieses Buch gab es auch für 1 Euro. Das habe ich wahrscheinlich, aber ja, es war in einem sehr guten Zustand und irgendwie, ich hänge dran, ich habe da mal einen Podcast zu gemacht und es ist eine Jugendserie von mir. Geheimagent Lennitz, erster Auftrag. Auch hier seht ihr, komplett weiß. Also es ist erschienen 1970, 80. Das Buch ist von 68, von 1968 und sieht aus, als ob es gerade aus dem Laden kommt. Deswegen habe ich es mitgenommen für 1 Euro. Ist eine sehr gute Jugendserie, so eine Agentenserie. Ein bisschen James Bond-Vibes, aber eben halt auf Jugendstil. Ist eine französische Buchserie. Gibt, glaube ich, 21 Bände insgesamt. Ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, wo ich über die ganzen Hintergründe rede. Also ich hatte dann jetzt nicht viel bewegte Bilder. Deswegen habe ich da einfach nur geredet und ein paar Bilder eingeblendet. Findet ihr unten in den ganzen, in der Videoüberliste. Die ganzen Videos von mir einfach mal Geheimagent Lennet eingeben beim Suchen und da findet ihr schon was. Richtig cool, richtig schöne Buchreihe, unterschätzt man. Ja, so, was habe ich noch gefunden? Ja, gehen wir zu Toys über. Ein bisschen Toys haben wir gefunden. Das hat mein Bruder mitgenommen bei einem Sammlerhändler für Games. Für 5 Euro von Lego dieses Super Mario Set. Ja. Ist ganz nett. Und warum nicht? Kann man ja machen. Auf dem Flohmarkt habe ich auch noch mitgenommen für 2 Euro von einem Privatverkäufer diesen Speederbike von Hot Wheels von Star Wars. Den wollte ich schon immer haben und kosten ja auch nicht viel mehr. So eins. Bis zu 2,50 Euro würde ich ausgeben, habe ich jetzt auch getan. Ja, und habe ich mitgenommen. Finde ich cool. Star Wars zieht irgendwie immer. Ja, dann bei dem gleichen Händler habe ich gefunden einen Pin. Ich stehe auf Pins und hier von Yu-Gi-Oh! Von 1996. Blende ich euch nochmal richtig ein, kann man nicht so gut sehen. Mit Kaiba, ja, ist auch was Besonderes. Und ja, das letzte Toy-mäßige war für 2,50 Euro auf dem Dorfflohmarkt, noch sealed, komplett neu. Habe ich zwar, aber das konnte ich da nicht stehen lassen. Die beiden Hauptfiguren von Zurück in Zukunft aus Playmobil, Marty McFly und Dr. Emmett Brown. Ja. Für 2,50 Euro kostet zwar, glaube ich, 8, 9 Euro neu, aber ja, einfach mitgenommen. Gut, dann gab es eine Hörspielkassette, leider nur Folge 1. Habe ich 1 Euro bezahlt. Roger Rabbit. Das Hörspiel zum Kinofilm. Ja, für 1 Euro musste das mit. Dann habe ich auch noch ein paar CDs gefunden. Für 30 Cent habe ich mitgenommen die Doppel-CD. War doch die Doppel-CD, ja, ist doch drin. Und 3 Fragezeichen und der Zeitgeist-CD hatte ich bereits, aber ich hatte 30 Cent in der Tasche, die ich loswerden wollte. Und das ist gutes Tauschmaterial. Und deswegen ist das auch mitgekommen. So, dann gab es da eine Kiste, wo zu verschenken stand und ich guckte nach, da waren CDs und dann habe ich 3 Sailor Moon CDs entdeckt. 2 waren von mit kaputten Höhlen, die habe ich aber inzwischen ausgetauscht. Hier ist Sailor Moon Hörspiel Nummer 1. Sailor Moon Nummer 7. Und Sailor Moon Volume 8 steht hier, ist aber Musik.
Also hier ist wirklich viele Songs drauf, von Titelmusik bis hin zu DJ Bobo und Co. Aber wie gesagt, umsonst und mit so einem Lenticular-Cover. Richtig cool. Ja, ich habe das mal extra für euch gefilmt, das Lenticular-Cover, weil das wohl da auch ein bisschen besser zu sehen ist drauf. Ja, auf jeden Fall richtig schön und wie gesagt, für umsonst nehme ich sowas gerne mit. Und eigentlich fast umsonst habe ich noch einen Soundtrack gefunden. Und für mich als Fan dieser Serie ist das ein echt ein Schnapper gewesen. 50 Cent lag der in so einer Grabbelkiste mit CDs. Ja, da konnte ich nicht widerstehen. Und hier ist er, Captain Future. Der bleibt auch in meiner Sammlung, auch wenn ich ihn schon einmal besitze, wo ich ihn selbst neu gekauft habe. Hier ist sogar noch ein Preisschild drauf. Steht sogar Captain Future. Hat mal 32 D-Mark 95 gekostet. Richtig klasse. Aber ja, von 1994, wo es erschienen ist, mega. Das für 50 Cent zu finden, Hammer. Das ist für mich einer der Schnapper von heute. Kann ich nichts anderes zu sagen. Wahnsinn. Ja. Und wenn ich jetzt das so sehe, das war schon das Gemischte irgendwo. Das gemischte Doppel, was ich jetzt hier alles gefunden habe von Pins. Das Brot hier wieder zurecht, weil es irgendwie umgekippt ist. Lego, Comics, bisschen DVDs. Jetzt haben wir nur noch Computerspiele. Wahnsinn. Ja, wir haben eine ganze Menge an Computerspielen gefunden. Auch von unterschiedlichste Preise eigentlich im Endeffekt. Ja, fange ich an mit... Ja, mit PC-Spielen. Bei einem Stand gab es so ein paar PC-Spiele. Waren ein bisschen dreckig am Anfang. Naja, jedenfalls habe ich da für 2 Euro das Stück mitgenommen. Auch noch ein Xbox 360-Spiel, das zeige ich euch aber hinterher. Einmal The Beast Within. Das ist ein Sierra Adventure. Das ist die komplette Box mit allen 6 CDs. Fehlt die Big Box, aber das ist eigentlich alles, was dabei ist. Hier steht noch Gabriel Knight. Ach ja, ist ja ein Gabriel Knight. Ist es ja eine Geschichte. Ich habe gerade selbst gefragt, was es ist. Ja, ist eine spannende Geschichte. So eine gruselige, ja, ein bisschen wie, kann man es erklären? Vision Alone is the Dark Vibes, ne? So ein bisschen das Übersinnliche und ja. Ich glaube auch mit Realszenen, das war so eine Zeit eben halt, wo interaktiv alles war. Ja, wie gesagt, gab es für 2 Euro. Mit dabei war dann noch dieses Spiel, Simon the Sorcerer 3D. Auch dabei, wie ich sagte, ein Xbox 360 Titel, den ich jetzt irgendwo hier habe. Ja, den habe ich da, genau. Und diese 3 Titel habe ich für je 2 Euro mitgenommen. Ich dachte, ich habe noch irgendwas anderes mitgenommen. Ach ja, 2 Big Boxen. Oh, ja, ich bin blind. Genau, und dann gab es noch diese Big Box von dem Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs Activity Studio. Habe ich so noch nicht gefunden. Kann man Motive ausdrucken und ihr könnt das sehen. Richtig cool. Ja, kann ich so eigentlich gar nicht so viel sagen. Es sieht aus, hier ist ein Drucker, kann man wohl Bilder ausdrucken, so ein bisschen Hintergrundinformationen. Ja, ist eine einzigartige Sammlung, bestehend aus 9 verschiedenen Programmbereichen und Funktionen, die in ihrer Kombination eine ideale Ergänzung zum Film bieten. Naja, gut. Man kann dann Artworks und so weiter rausstellen, ausdrucken, wie auch immer. Aber sieht man überhaupt nicht am Flohmarkt und das für 2 Euro. Ja, habe ich dann mitgenommen. Genauso wie diese Big Box, ist zwar leider eingeknickt, aber von Revolution, den Machern von Baphomets Fluch, Cold Blood. Ich habe die auch sealed, die Box, ich denke mal die gleiche Version. Hier drin ist dann auch nur eine Referenzkarte, Handbuch, leider wie gesagt ein bisschen eingedellt und das Spiel in so einem Pappschüberchen. Da ist nichts Besonderes zu sehen. Ich muss nur aufpassen, dass die CDs nicht rausrutschen. Aber das Witzige war, in dieser Hülle habe ich noch ein paar Überraschungen gefunden. Neben 2 Cent-Stücken, also 2 1-Cent-Stücken, lag da noch etwas ganz Ungewöhnliches. Das habe ich so, ja, wie soll ich sagen, so nicht gesehen, logischerweise. Da war ein Gameboy-Modul, also ein Nintendo DS Gameboy. Ja. DS.
Sag ich, Quatsch. Ja, ein Gameboy ist das ja nicht. Also vom Nintendo DS ein Modul, und zwar N5 Revolution für DS. So ein Sheet-Modul oder so ein Speicherchip-Modul. Hier hinten ist sogar noch eine Speicherkarte drin. Ja, lag einfach mit drin. War wirklich in der CD-Hülle drin. Also ich habe es beim Reinigen gefunden. Jo, hab mich selbst überrascht. Ja, nehme ich natürlich mit, wenn ich es dabei habe. Also das gab es für je 2 Euro. Also auch richtig schöne Schnäppchen eigentlich im Endeffekt gemacht haben wir da. Genau, PC geht's weiter. Ich will ja konsolenmäßig sein. Dann habe ich 3 Einzel-CDs gefunden. Die waren in so einem, ja, ihr kennt das ja, diese kleine Bücher, wo dann nur die CDs drin sind. Da blätter ich auch ganz gerne mal durch. Und dann waren dann 3 PC-Spiele dabei, wo ich gesagt habe, okay, nehme ich gerne mit. Und wollte, was habe ich bezahlt? 2 Euro zusammen. Und zwar aus den Best of Sierra Magazin. Das sind sind Magazine mit Spielen dabei gewesen. Und Sierra Online ist ja eine Adventure-Schmiede. Und hier ein klassisches Rollenspiel. Return to Krondor ist da unter anderem drauf. Und Pinball. In der Hülle habe ich die selbst gepackt. Waren vorher nicht da drin. Dann hier von Best of Sierra Nummer 2 ist das. King's Quest 7 und King's Quest 1 ist sogar da drin. Und noch irgendwie noch ein Incredible Machines Teil. Richtig gut. Und hier lag dabei Duke Nukem Manhattan Project, Total Mutant Mayhem, die PC-Version. Duke Nukem nehme ich auch mal gerne mit. Hier steht aber auch Bundle-Version, not for resale. Die war mal Bestandteil einer Grafikkarte. Ja, findet man aber auch so einzeln kaum noch. Also in dem Sinne war die wirklich nur so ein Papiersleeve, mehr nicht. Aber ja, für die Sammlung ist das auch ein schönes Stück. Ja, PC, ich gucke gerade, ein einziges PC-Spiel habe ich noch. Es ist jetzt hier noch nicht richtig wieder reingetan in der Hülle, das muss ich jetzt noch wieder machen. Ist irgendwie ein bisschen rausgerutscht. Das lasse ich auch mal draußen, damit man es auch nicht machen kann. Und zwar gab es bei dem Dorfflohmarkt, also das, was ich bis eben gezeigt habe, war auf dem Möbelhausflohmarkt. Und das war vom Dorfflohmarkt. Edna bricht aus, die Sammler-Edition. Das war jetzt noch nicht richtig zu. Ja, hier ist das deswegen auch, das ist hier oben ein bisschen verknickt. Muss ich aufpassen, dass es wieder gerade ist. Das ist verrutscht leider, weil es auch sehr eng ist. Ups, beinahe rausgefallen. Hier ist alles noch drin, das Spiel und ein Best-of-Soundtrack. Da ist auch Edna bricht aus Musik drauf. Unter anderem Harveys neue Augen, Whispered World und Satinas Ketten von dem Schwarzen Auge Adventure. Auch kein schlechtes Spiel. Ja, und da hat mein Bruder, was hat er bezahlt? Das Ding ist im Preis gestiegen. Wir haben es mal früher für 2-3 Euro das Stück gesehen, aber es ist wieder zum Normalpreis gewandert. Also mein Bruder hat da einen Zehner hingelegt für. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Somit haben wir da Edna bricht aus. Nicht schlecht. Genau. Und so, jetzt gehen wir zu Konsolenspielen weiter. Wir haben ein paar Konsolenspiele dann ja auch gefunden, ein bisschen beim Suchen. Das sind jetzt 3 Spiele, die wir unter anderem mitgenommen haben beim Möbelhaus-Flohmarkt. Und zwar 2 Spiele, 2-3 Nintendo DS-Spiele. Da haben wir je, ich glaube, 3 Euro bezahlt. Impossible Mission, dieser Klassiker. Dann Crazy Machines, ist ja auch ein Tüftelklassiker. Hier ist es ein bisschen jetzt präsentiert von unserem lieben Jean Pütz. Und Hobbythek, aber kein schlechtes Spiel. Ist auch ein Klassiker, ist jetzt hier nur für dieses Modul sozusagen oder für dieses 3DS beworben mit dem Jean Pete. Und ein wirklich kein schlechtes Spiel. Und dann auf der zweiten Runde dort auf dem Flohmarkt haben wir noch ein Spiel gefunden, was wir nicht kennen für den DS. Ist ein US-Spiel und wir haben 4 Euro bezahlt. Also, glaube ich, Blades of Thunder 2. So ein Hubschrauber-Action-Spiel. Kannten wir gar nicht. Und wie gesagt, ein US-Modul und ein US-Spiel. Man kann es sehen, die Hülle ist komplett anders. Die ist auch schwarz. Unsere sind immer so ein bisschen durchsichtig. Ne? Vielleicht mal anderfarbig, aber im Endeffekt sind die schwarzen die US-Hüllen. Ja, und für den Preis kann man diese ungewöhnliche Rarität, die man sonst so nicht findet, doch gerne mal mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das auch bei uns in Deutschland erschienen ist. Auf jeden Fall, das haben wir für den Kurs mitgenommen.
Ja. Und dann geht's weiter. Ich guck gerade, damit ich die Sachen richtig finde. Genau. Und wir haben dann Xbox 360 Spiele gefunden. Ich habe es ja schon angedeutet. Ein Spiel war bei den PC-Spielen damit bei. Im Endeffekt habe ich 2 € dafür bezahlt. Und zwar X-Men, The Official Game. Das ist wahrscheinlich zum 3. Spiel. Auch eins X-Men-Spiel. Hatten wir noch nicht in der Sammlung. Wird wahrscheinlich nur Durchschnitt sein. Aber ja, haben wir gern mitgenommen. Auch ein Spiel, was zu diesen ganzen Superhelden passt. Davon hat mein Bruder nur Teil 1 gehabt. Das ist jetzt zu dem Kinofilm von Teil 2 von Iron Man. Iron Man 2, wahrscheinlich auch nicht so berauschend wie auch der erste Teil. Ist alles komplett und auch schöne Zustände. Ja, kann man nicht Nein sagen dazu. So, dann waren wir auf dem Dorfflohmarkt. Da muss ich sagen, da waren eben halt sehr wenig Spiele. CDs, Bücher, Kleinkinder, Klamotten und so weiter, das schon en masse. Aber Spiele musste man ein bisschen suchen. Und wir sind am Ende zu den Spielen gekommen. Leider war bei dem einen auch schon einiges weg, das ist schade. Aber hier haben wir nochmal 4, oder mein Bruder hat alle 4 mitgenommen, die da lagen, für je 1 €. Da ist ein bisschen Dreck dran, sehe ich gerade. Oder war dran. Ja, sind im Okay-Zustand, teilweise auch ein bisschen beschädigt. Muss man vielleicht nochmal ein bisschen mehr sauber machen, beziehungsweise ist auch kaputt. Aber 4 Spiele für je 1 €. Und da sagt man dann auch, nimmt man erstmal mit MotoGP 06. Metro 2033. Auch Klassiker, richtig gut. Ja, ein Klassiker, ein Trash-Klassiker, aber Ride to Hell Retribution. Ja, das ist ein Trash-Klassiker, hat irgendwas, aber der wird dadurch in die Sammlung. Und ja, das Spiel ist, muss man noch ein bisschen mehr reinigen, hier sehe ich noch Klebereste. Ist leider nicht in einem schönen Zustand, aber man findet das in diesem Pappschuber kaum. Und zwar Batman Arkham City in diesem Lenticular-Cover. Aber und für 1 € nimmt man es gerne mit. Hier sind auch schön die Charaktere. Ja. Also wie gesagt, die gab es für je 1 €. Ja. Oh, was haben wir noch Schönes? Ich staune selbst, was wir haben. Dann gab es, im Endeffekt war das ein echtes Schnäppchen, weil damit habe ich nicht gerechnet. 4 PlayStation 3 Spiele für zusammen 10 €. Es war so, wir waren auf dem Möbelhaus-Flohmarkt und da hatte dann ein Mädel mit aufgebaut und haben sie dann alles mögliche hingestellt und da wurden dann auch Filme hingelegt. Da war aber jetzt nichts dabei, was wir nicht hatten schon. Und dann lagen da Spiele, PlayStation 3 Spiele. Und dann sahen da auch schon Zettel drin. 12 €, 15 €, 20 €. Vielleicht lagen die deswegen noch da, beziehungsweise sie hat auch hingelegt gerade. Es war so eine Mischung zwischen Aufbauen und schon liegen lassen. Aber die Preise schreckten natürlich ab. Und dann guckte ich so und ich entdeckte ein Steelbook. Und ich bin ja bei Steelbooks immer am Gucken, auch wenn es jetzt ein Spiel ist, und zwar Medal of Honor Warfighter Limited Edition. Das war wohl ein Bonus, was bei dem Spiel dabei war, mit dem Standard. Und eigentlich gehörte da wohl auch das normale Spiel dazu. Und ja, wie dem auch sei. Ich fragte dann so, was soll es denn kosten? Und dann, weil hier war jetzt kein Preis dran, bei den anderen stand das immer und ich sagte nicht das, was draufsteht. Und dann, okay. Haben wir erstmal geguckt und dann habe ich mir, wie gesagt, das Steelbook hier ausgesucht von Medal of Honor Warfighter. Könnt ihr das auch mal sehen. Und ja, dann noch diese 3 anderen Spiele. Da ist die Hülle leider kaputt. Hitman Absolution. Outfit Edition. Da müssen wir eine neue Hülle nur finden. Haben jetzt keine FIFA-Hülle mitgenommen. Für 1 €. Aber okay, wir haben wohl noch welche und sonst tauschen wir es aus. Und diese beiden Spiele. Army of Two. The Devil's Cartel. Overkill Edition. Auch alle sehr schöner Zustand. Vom Innen. Abgesehen jetzt von der Hülle. Und Army of Two. Das ist die spanische Version, wenn wir es richtig gesehen haben, aber es ist auch auf Deutsch spielbar, weil es durch Download und so weiter und die Uncut-Fassung. Ansonsten, wie gesagt, alles dabei. Ja, und dann habe ich 10 € für bezahlt. Also im Endeffekt sagte sie nicht, was draufsteht und wenn ich bedenke, was hätte drauf gestanden, 13 €, hier glaube ich auch 15 € und wir haben je 2,50 € das Stück. Denke ich, für die Titel kann man echt sagen, ja. Nimm mir mit. So,
Jetzt trinke ich noch mal einen Schluck. Ist echt warm. Ja, und jetzt habe ich nur noch PlayStation 2 Spiele. Und die haben wir alle auf dem Dorfflohmarkt gefunden. Ja, da war ein Haus, da hatte dann, der Vater hatte seine alten Spiele rausgepackt und so weiter. Leider waren schon, ich meine, es sollte um 10 anfangen, wir waren um 10:30 an seinem Stand. Da war aber irgendein Abgraser schon da, hat schon einige Spiele mitgenommen. Unter anderem auch schöne Lösungsbücher. Er hat mir noch Lösungsbücher geschenkt, weil wir was mitgenommen haben, aber die hat er selbst ausgedruckt. Hier so. Ne, hat er von Hitman, Silent Assassin. Hier hat er irgendwie Outpost. Ne, keine Ahnung, was das ist. Also so in Ordnern gemacht. Das ist ja auch eine Sache, die man früher mal gemacht hat. Ne, irgendwelche Lösungen im Netz gefunden, ausgedruckt und dann damit gearbeitet. Geist und mehr, keine Ahnung, was das ist. Und hier irgendwie Bonusautos freischalten von Gran Turismo. Naja, hat er mir geschenkt, als wir ein paar Spiele abgenommen haben. Ja, naja, wir haben 26 Spiele abgenommen. Stück 2 Euro bezahlt, beziehungsweise 50 Euro für alles. Ja, das klingt viel, ne? 50 Euro, aber 26 Spiele, das sind nicht mal 2 Euro pro Stück dann. Und bei dem einen Spiel ist da noch der Kopfhörer dabei gewesen. Und das Kenner unter euch werden natürlich dann wissen, bestimmt welches Spiel es ist. Hier muss man aber leider sagen, der Kopfhörer Schaumstoff, der ist hier leider komplett kaputt. Der fehlt, der müsste ausgetauscht werden. Der vom Mikrofon ist noch da, der ist auch heil. Der hat sich hier komplett aufgelöst. Aber findet man dieses PlayStation 2 Teil sozusagen von Logitech, was ja auch im Bundle mit dem Spiel entsprechend dabei war, findet man ja auch nicht immer. Ja, und wie gesagt, das gab es dazu. Im Endeffekt denke ich, haben wir einen ganz guten Schnitt gemacht. Sowas lasse ich dann auch nicht liegen, weil es findet sich ja nicht so oft. So, und ihr wollt wissen, welche Spiele sind es denn? Ich werde da gar nicht so viel über die Spiele reden. Ich nehme einfach mal 4 Stück. Bleiben auch nicht alle in der Sammlung. Also wir haben wirklich ein Bundle mitgenommen und ein Teil bleibt, ein Teil noch nicht. Ich weiß aber noch nicht genau, was uns direkt fehlt. Aber es war jetzt so günstig und ja, dann haben wir uns gesagt, komm, nehmen wir alles ab. Also hier, und die sind in sehr, sehr schönen Zustand. Also das muss man auch sagen. Hier haben wir zum Beispiel Shadowman 2, Second Coming. Dann habe ich hier Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Ein Spiel, was ich in meine Sammlung aufnehmen wollte, auf jeden Fall, weil mir fehlte, für meine persönliche Sammlung fehlt das. Ich glaube, mein Bruder hat das auf der Xbox. Leider sind hier irgendwie Aufkleber auf dem Cover, im Cover selbst. Das will ich nochmal sehen, ob ich das abkriege. Ich habe aber Angst, dass es nicht geht. Also halb durchsichtig, und zwar so EA Most Wanted und Bild Interactive. Und es handelt sich um Liebesgrüße aus Moskau, James Bond. Ja, richtig schön. Und ich bin ja ein großer James Bond-Fan, also ja, musste das irgendwie sein. Das wollte ich auch behalten. Jedenfalls, bis ich vielleicht eine Version finde, wo die Aufkleber nicht drin sind. Dann in der Platinum-Fassung, aber Prince of Persia, Sands of Time. Und ich hatte schon zitiert bei den Lösungen, Hitman 2, Silent Assassin, der Platinum-Fassung. Dann hier etwas, wie gesagt, wir haben alles mitgenommen, da sind auch Spiele, die wir so nicht spielen würden. ATV Offroad. Keine Ahnung, wie das ist. Einiges werden wir reinspielen. So, was haben wir denn da weiter? Genau, und hier haben wir Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Ich glaube, dazu gehört dieses Mikrofon-Set. Ne? Denke mal, das ist das. Aber ich bin mir nicht sicher. Es kann auch SOCOM sein. Das ist auch dabei. Medal of Honor Frontline für die Platinum. Ja, hier haben wir ein Spiel, Pilot Down Behind Enemy Lines. Hier spielen wir einen Zweiten Weltkriegspiloten, man kann im Flugzeug kämpfen und dann stürzt man ab und dann kämpft man auf dem Boden weiter, so ein bisschen Hide and Sneak. Habe ich, glaube ich, schon mal reingespielt, also ist gar nicht so schlecht. So, hier haben wir ein Scharfschützenspiel, auch online spielbar, Sniper Elite. Und weiter geht es mit Gran Turismo 4.
Dafür waren dann die Bonusautos auch hier wirklich alles tippitoppi. Hier sind sogar noch die Sticker für die Memory Card drin. Wahnsinn. Hat man nicht alle Tage, dass es so ordentlich ist. Hier haben wir auch eins, auch sehr ordentlich. MX 2002 featuring Ricky Carmichael. Wer das ist, weiß ich nicht, aber ist ja Offroad Motorrad. Superbike GP, auch Motorrad. Sagte mir so nichts. Genauso die Motorrad Tourist Trophy. The Real Riding Simulator in der Platinum-Fassung. Ja, was man nicht alles im Bundle dann mitnimmt. Hier auch ein Platinum-Spiel, aber ein Klassiker mittlerweile auch komplett. Und zwar Killzone 1. Ja, richtig cool. So, das ist ein Highlight. Die werde ich mal kurz zum Schluss packen. Irgendwas muss ich ja zum Schluss bringen dann. Hier haben wir Stuntman. Passt jetzt zum Film, der ins Kino gekommen. The Fall Guy, die die Kinoverfilmung von Ein Colt für alle Fälle von Atari. Auch noch nie gespielt. Dann in der Platinum-Fassung haben wir hier Tekken Tech Tournament. In der Platinum-Fassung Lara Croft, Tomb Raider, The Angel of Darkness. Von Midas Interactive. Mir schwarmt Schlechtes. Pacific Warriors 2, es gab einen zweiten Dogfight. Ja, Zweiter Weltkriegs-Flugsimulator. Ich weiß es nicht. Ich habe in ihren Truck-Simulator und ihren Trucker-Spielen ja schon einige Flop-Dinger hingelegt. Jo, so. Wunderbar. Trinken wir was. Sonst verspreche ich mich noch mehr. Ihr seht, wir haben richtig viele coole Sachen gefunden. Hier habe ich Top Gun. Zwar mit dem Kinologo und ist auch ein Jet-Simulator, aber hat abgesehen vom Logo keine Lizenz zum Film. Ein Spiel, das man mit der Lightgun spielen kann, ist richtig gut, aber kann man auch mit dem Controller spielen, hat auch Spaß gemacht. Gunfighter 2 Revenge of Jesse James. Ein Jump'n'Run Klassiker von Atari, beziehungsweise ich glaube Infogrames war auch dabei damals. Na, jedenfalls im klassischen Infogrames-Style Asterix und Obelix XXL. Was haben wir denn noch? Es geht, nähert sich dem Ende. Ja. The Getaway Black Monday. Wie gesagt, wir haben alle mitgenommen. Ich weiß gar nicht, welche da uns. Das haben wir auch schon mal reingespielt. Ist auch nicht schlecht. Spielt man Gefangenen im Krieg. Prisoner of War. Und hier haben wir SOCOM 3 US Navy SEALs. Ja, hier steht Bundle-Version nicht zum Einzelverkauf. Das wird die Version sein mit dem Mikrofon. Das ist doch SOCOM. Ja. Not to be sold separately, also nicht einzuverkaufen. Ja. Aber auch. Und hier auch ein Klassiker, der Pate von EA. Willkommen in der Familie. Ja, kann man auch sorgen. Kein schlechtes Spiel. Man kann ja die Geschichte nachspielen. Ich glaube, der ist glaube ich, ein bisschen geschnitten. Aber sicher bin ich damit nicht. Ich habe auch nur was gehört. So, jetzt habe ich noch zwei tolle Spiele hier, die ich auch mit als Highlights aus dem Lot betrachte, und zwar Das Ding aus einer anderen Welt, basierend auf dem Kinofilm, oder die spielt die Geschichte danach richtig gut. Und auch ein Shooter-Spiel, und aber auch richtig gut, Time Crisis 2. Ja. Ist das nicht eine Masse? Dafür, dass es, ja, kleiner Dorfflohmarkt mit 5 Straßen, wo man echt am Anfang gedacht hat, da ist nichts. Ups, bin hier gerade gegen den Schrank gestoßen. Ja, und das kommt davon, wenn man in einer kleinen Küche diese Aufnahmen macht. Egal. Ja, wie gesagt, ein Dorfflohmarkt, ein paar Straßen, wo viel junge Menschen gewohnt haben im Vergleich und wenig Retro-Stuff war, und einem Möbelhaus-Flohmarkt, wo die Händler haben doch schon überhand genommen, so auch diese Schrotthändler und die Möchtegernhändler. Und die waren auch sehr, sehr teuer teilweise. Also es hat sich
nicht unbedingt lohnt. Sind zwar schöne Sachen dabei gewesen, aber preislich stimmte einiges nicht. Und deswegen habe ich auch einige Sachen liegen gelassen. Da war auch ein Gamehändler, mit dem haben wir schon mal was abgekauft. Ich wollte 3 Spiele haben, die mich interessiert haben. Die waren okay Zustand. Er wollte 10 Euro haben, das klingt für 3 Spiele mit gut, aber das eine war aus einer Videothek. Das hatte ich noch nicht, war ein Autorennspiel von Capcom, wollte ich gerne mal für die klassische Xbox reinspielen. Das andere, Dark Summit von PlayStation 2, vielleicht kennt ihr das, ist so ein Snowboard-Spiel, aber auch irgendwie eine Adventure-Geschichte. Hat mich gereizt, mal reinzuspielen, ich hatte das nicht. Und Test Drive Unlimited für die PlayStation 2 im Steelbook. Steelbook wollte ich gerne haben. Ja, aber das war mir dann für 8 war mir schon das Mindeste. Er wollte nicht unter 9 gehen und dann habe ich gesagt, lasse ich liegen und habe ich auch liegen gelassen. Aber dann haben wir das gefunden. Wo sich eine Tür öffnet, schließt sich eine andere. Nee, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. So rum gesagt. Gut, also wie gesagt, Flohmärkte sind Glücksspiel und man weiß nie, was man kriegt. Es sind Wundertüten und alles. Und ja, ich kann mich ja nicht beklagen. Na, wenn ich sehe, Captain Future habe ich gefunden, der Soundtrack für 50 Cent. Absoluter Hammer. Ja, ich bin glücklich und zufrieden und geschafft, denn es ist warm. Ich werde mir jetzt gleich auf meinen Balkon ein bisschen setzen und ja, ein bisschen zocken am Gameboy. Ich will mal die Spiele reinspielen. Ansonsten, ja, liken, teilen, abonnieren, bitte kommentieren. Was ist hier denn euer Highlight? Und wie findet ihr mein Lot? Und wart ihr auch auf dem Flohmarkt am 1. Mai, mitten in der Woche? Oder habt ihr lieber gesagt, ich schlafe aus? Ja, lasst es mich wissen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.